Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Tiere. Ich möchte gerne mit euch über Tiere reden. Ich, der Tierfachmann, redet mit euch über Tiere. Ich möchte gerne mit euch über schöne Geschichten, traurige Geschichten, schreckliche Geschichten, schräge Geschichten, die irgendwie mit Tieren zusammenhängen, die ihr erlebt habt. Darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht. Zum Thema Tiere ist Bianca und Bianca ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Bianca. Ja, so, hallo. Jetzt wir beide zum Thema Tiere. Warum hast du angerufen? Also ich habe angerufen, weil ich im letzten Sommer auf etwa 30 Quadratmetern mit 21 Katzen gewohnt habe. Das ist aber hart. Ja. Findest du nicht? Ja doch, das war auch ziemlich hart gewesen. 30 Quadratmeter. Ja, das war halt bei meinen Eltern in der Wohnung, also ausgebaut oben beim der Dachboden. Und mein Vater durfte das auch überhaupt nicht wissen, wie viele Katzen ich da oben beherberge. Das muss doch wie die Hölle gestunken haben. Ja, es ging. Meine Eltern haben zwar im Hausflur so ab und zu schon mal was gerochen. Und ich habe dann gesagt, ach, ich gehe hoch, mach die Katzenklos sauber. Ich habe es jetzt mal vergessen oder so. Ja. Und ich wusste bloß nicht hin, wohin mit dem ganzen Müll. Weil meine Eltern haben die Mülltonnen natürlich auch benötigt und alles. Ja. Und diese ganzen Katzenfutterdosen, der ganze Dreck. Ja, es ging ja nicht nur um die Futterdosen, es ging ja auch um das Katzenklo, ne? Das sauber gemacht. Ja, natürlich. Ja, das habe ich hinterher zum Teil nur alles in irgendwelche Müllsäcke gepackt, die dann hinterher zugeknotet. Und ich wusste gar nicht mehr, wohin damit. Aber sind denn die Eltern nicht mal hochgekommen? Nein, das durften die auch gar nicht. Ich meine, es war meine Wohnung, ich hatte einen Schlüssel dafür und meine Eltern wären da ja auch gar nicht reingekommen, wollten sie an sich ja auch gar nicht. Da kriege ich das kalte Grausen. Wenn ich mir das vorstelle, 21 Katzen in einem relativ großen, wenn auch großen, aber dennoch nur einem Zimmer von 30 Quadratmetern, weil ich nämlich eine Katzenallergie habe. Wäre ich in dem Zimmer gewesen, hätte ich nicht zu lachen gehabt. Ich hätte Augentränen gehabt, Niesen, Hautausschlag und so weiter. Ich hätte so oder so keinen mehr in meine Wohnung reinlassen können. Das glaube ich. Ich meine, der Geruch und außerdem, wie das dann auch aussah. Meine Katzen haben zum Beispiel, ich hatte so eine Kunstledercouch, die haben sie natürlich kräftig mit den Krallen bearbeitet. Also es war in Anführungszeichen schon wirklich furchtbar. Wie lange waren die dann, diese 21 Katzen in der 30 Quadratmeter Wohnung, wie lange waren die da drin? Eigentlich so den ganzen Sommer über und es kamen ja auch immer mal wieder welche dazu und dann gingen wieder welche, weil ich habe die mehr oder weniger für den Tierschutz aufgenommen. Ach so, du und bist... Und wenn jetzt jemand angerufen hat, die hatte eine Katze, die hat vielleicht 6 Junge bekommen und musste sofort irgendwo untergebracht werden. Hast du gesagt, kann ich nicht Nein sagen? Ja, und du ich hast sie genommen. Nicht Nein sagen. Das ging gar nicht, weil ich habe immer gesagt, was machen die Leute mit den Katzen, wenn ich die jetzt nicht nehme? Ja, ja. Aber wie hat das denn angefangen, dass du dann, hattest du vorher nur 2, 3 Katzen und plötzlich kamen so viele? Oder wie hat sich wie kam es zu dieser drastischen Entwicklung? Ja, man wurde bekannter und die Nummer stand dann auch immer irgendwo in den gelben Seiten und im Telefonbuch. Ach so. Ja, und wenn dann irgendetwas war, ich bin nicht eine Einzelkämpferin, ich gehöre einem Verein an, aber ich bin die Einzige, die Möglichkeit hatte, auch mal junge Katzen aufzunehmen. Ja, und dann hat das Überhand genommen und gerade im letzten Jahr immer weniger Leute lassen ihre Katzen kastrieren, das heißt immer mehr Nachwuchs kommt und ich habe dann natürlich nie Nein sagen können, ich habe die immer alle so aufgenommen. Aber du hattest auch selbst eine Katze vorher? Ich hatte früher mal eine Katze gehabt, und die ist dann gestorben, weil die zu alt war und dann fing ich an, mich für den Tierschutz zu interessieren und habe mir gedacht, mal vorübergehend eine Katze aufzunehmen. Verstehe. Ist okay. Ich dachte, eine Katze oder vielleicht auch mal ein Wurf, aber es waren dann immer mehr. Und dann wurden es 21. Ja. War das ein Einzimmer-Apartment oder waren das? Ja. Das heißt, wenn ich schlafen gehen wollte, musste ich die ganzen Katzen oder zumindest so 10, 12 Stück erstmal aus meinem Bett entfernen, damit ich mich da reinlegen konnte und dann kamen die ganzen Katzen natürlich alle wieder. Das ist ja ekelhaft, oder? Ekelhaft fand ich es nicht, aber es war natürlich... es war nicht so schön, wenn die dann morgens ganz früh anfingen zu spielen. Zum Beispiel sind die über mich drüber gelaufen, dann hatte ich überall Kratzer auch im Gesicht. Da kann man ja gar nicht normal leben. Ne? Nein. Man kann nicht normal lange schlafen. Und was heißt lange? Man kann nicht normal schlafen. Und es ist ja auch nicht, apropos Tierschutz, eigentlich so katzengerecht ist das ja auch nicht. Eine Katze will raus, die will Luft haben.
Ne? Und vor allen Dingen will die ein bisschen Platz haben und nicht in 30 Quadratmeter mit 21 Artgenossen eingesperrt sein. Ich wollte sie auch nicht behalten, aber ja. Ich meine, ich habe mir immer gedacht, das ist besser, als wenn hier jetzt draußen, wenn sich keiner drum kümmert. Ja, das stimmt natürlich. Die wurden ja auch alle geimpft. Das war es nicht, dass ich mich da jetzt nicht drum gekümmert habe, so, aber naja. Wie hat sich die ganze Sache denn aufgelöst? Oder anders gefragt, wie viele Katzen hast du heute im Moment noch? Ich lebe jetzt in einer, also weg von meinen Eltern in einer 65 Quadratmeter Wohnung und habe mittlerweile 4 eigene Katzen. Naja, okay. Ich nehme zwar ab und zu auch mal 2, 3 Katzen, vielleicht auch einen Wurf auf für den Tierschutz, ja. Aber ich muss einfach Nein sagen, ja. Weil ich bin jetzt in einer Mietwohnung. Das heißt, wenn die hier irgendwas riechen im Flur oder so, dann bin ich vielleicht schneller wieder draußen, als ich gucken kann. Das heißt, die Katzen können auch nicht raus. Du wohnst nicht parterre. Nein, aber ich habe eine Terrasse und die habe ich eingezäunt. Ah, ja. Das heißt, die können so auch raus. Sag mal, 21 Katzen, das kostet doch auch wirklich, du hast es ja gerade auch schon gesagt, von wegen der Ernährung der Katzen, das kostet sehr viel Geld für Futter. Ja, ich meine, das hat zum größten Teil der Tierschutzverein übernommen. Ach so. Und hatten die 21 Katzen auch alle einen Namen? Ja, natürlich haben die alle Namen. Und du hast die auseinandergehalten? Ja, und ich weiß auch heute immer noch, wo die hingekommen sind und habe auch zum Teil noch Kontakt zu den Leuten. Ach so, also, man besucht dann schon mal den, wie hast du die Katzen genannt? Zum Beispiel? Ach, Krümel, Lisa, Merlin. Krümel, Lisa, Merlin. Du weißt, wo die überall sind und besuchst die manchmal auch. Ja, natürlich. Und ich bekomme auch manchmal Post mit Fotos und allem drum und dran. So. Ich meine, das sind ja auch nicht die einzigen Katzen. Mittlerweile habe ich bestimmt auch schon über 100 Katzen vermittelt. Und die alle haben natürlich einen Namen bekommen und keine Katze hieß so wie eine andere. Und Bianca, ich hatte mal eine ganz interessante Person hier in der Sendung als Gesprächspartnerin. Ich nenne sie immer so, ohne es böse zu meinen, die Katzenfrau. Das war eine Frau, die liebte auch Katzen sehr. Und die ist nachts in die Rolle einer Katze quasi geschlüpft. Die hat sich so angezogen, so verkleidet, ist nachts in ihrem Garten herumgelaufen und hat auch Katzenfutter gegessen. Und ich fand das ganz faszinierend. Das war eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Übrigens, wenn ihr in dieser Richtung, das frage ich jetzt die anderen Zuschauer und Zuhörer, auch etwas erzählen könnt, so eine absonderliche Geschichte über oder um Tiere, was sich so um das Thema Tiere rankt, dann könnt ihr natürlich gerne auch anrufen. Das muss nicht immer so ganz real mit einem Tier zusammenhängen, sondern vielleicht auch mit so einer Idee. Aber du bist nun auch, Bianca, eine große Katzenfreundin, ne? Das habe ich ja jetzt schon gehört. Nur eigentlich Katzen oder auch magst du auch Hunde oder Papageien oder Wellensittich oder sowas? Ich mag eigentlich, also klar, von diesen normalen Säugetieren, ich mag alle Tiere. Und ich beschäftige mich in meiner Freizeit genauso auch mit Hunden, mit Eseln, mit Pferden. Halt, stopp! Beschäftigst du dich in der Freizeit auch mit Männern manchmal? Nein. Nein? Nein, gar nicht. Gar nicht, mit Frauen? Ich muss sagen, ich bin jetzt auch 26 Jahre alt und ich hatte noch niemals einen Freund bzw. Geschlechtsverkehr. Ach so. Ich wollte mich gerade fragen, wenn da so viele Katzen in der Wohnung waren, da sagt der Freund dir was anderes wahrscheinlich. Ja. Aber das ist eine ganz andere Thematik. Trotzdem frage ich es mal im Kurs. Vermisst du es, dass du noch keinen nahen Kontakt hattest mit einem Menschen, mit Frau oder Mann, ist ja egal. Ja, schon, aber das ist wahrscheinlich auch bei mir ein bisschen das Problem, dass ich wahrscheinlich versuche, diese körperliche Nähe eher mit meinen Katzen auszuleben, weil ich ein bisschen Angst habe, auch vor Beziehungen mit Männern. Ja. Wobei ich das auch verstehen kann, man kann ja kuscheln mit Tieren, ne? Man hat die Wärme, man hat auch eine gewisse Zärtlichkeit, zumindest kann man die. Ja, liebe ich auch alle, also zumindest meine 4, die jetzt offiziell meine Katzen sind und die ich auch niemals abgeben werde. Ja. Na gut, Bianca, dann wünsche ich dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass sich das im Privatleben aber auch ein bisschen, ich sag mal, normalisiert. Das wäre sicher auch nicht schlecht. Ja. Aber schön, dass die Katzen so jemanden haben wie dich, weil das ist ja auch eine tolle Sache, was du da machst. Mhm. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, also das Thema Tiere ist heute bei uns angesagt. Ich möchte gerne mit euch reden über schlimme Erlebnisse mit Tieren, schlimme Erlebnisse durch Tiere. Ich möchte gerne mit euch reden, vielleicht über Ekelerlebnisse mit Tieren. Wir können uns auch unterhalten über Tiere im Körper, Tiere am Körper. Da gibt es ja auch sehr, sehr seltsame und unangenehme Dinge. Wir können uns unterhalten über Geschichten, über Maden und Insekten. Wir können reden eben auch über ganz ungewöhnliche Sachen. Wie ich es gerade schon erzählt habe, Stichwort Katzenfrau, wenn ihr irgendwie so eine Affinität habt zu irgendeinem Tier und vielleicht irgendwas sehr Ungewöhnliches, Skurriles da veranstaltet oder gerne macht, ruft einfach an und erzählt. Thema Tiere ist ein großes Thema, ein weites Thema. Wenn ihr meint, dazu etwas erzählen zu wollen, dann ruft einfach an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt die Telefonnummer drauf, damit wir dann auch zurückrufen können. Hier ist Miriam und Miriam ist 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Miriam. Ja, eine Tiergeschichte von dir. Ja, ich möchte mit dir über Ratten reden. Ganz tolle Tiere übrigens. Aha. Ja, wirklich. Jetzt wollte ich gerade auch schon gerade I sagen. Nein. Das darf ich aber nicht.
Nein, auf keinen Fall. Solange wir beide uns unterhalten, darf ich nicht I sagen. So ist es. So ist es. Hast du eine Ratte? Ich hatte schon 8 Ratten und meine letzte Ratte ist am 20. gestorben, leider. Ganz traurig für mich. Und die hat bei meiner Mutter gewohnt. Ich wohne alleine inzwischen. Ja. Und die hat gewartet, bis ich kam. Und ich musste dann ständig bei ihr sein. Sie wollte nicht mehr im Stall bleiben. Also in ihrer letzten Zeit jetzt? Ihrer Sterbenszeit quasi. So ist es. Und dann war sie also auch schon ganz unruhig und ich musste dann nehmen und streicheln. Und dann ging es auch ganz schnell. Dann ist sie bei mir gestorben. Ja, ganz nah bei mir. Wusstest du denn, dass sie krank war? Ja, also ihre Schwester ist schon 5 Monate davor gestorben. Ja. Und man hat sie also angesehen, sie sah schon relativ verlebt aus, sag ich mal. Die Füßchen waren auch ganz dick, sie konnte sich also nur noch schwer bewegen. Aber die war so eine Kämpfernatur, also deswegen haben wir immer gesagt, wir lassen es nochmal mit dem Einschläfern. Ja, wie alt ist sie denn geworden? Die ist 2,5 geworden, das ist schon so die Obergrenze, sag ich mal. Ach so, älter werden Ratten nicht. Nee, die sind ja für Laborzwecke gezüchtet, sag ich mal. Ja. Und dann wie hieß sie? Queenie. Queenie? Mhm. Queenie. Und warum war die bei deiner Mutter und nicht bei dir? Meine Mutter hat die gekauft, irgendwie zu Weihnachten, glaube ich. Da hat eine Ratte meine Schwester bekommen und eine habe ich gekriegt. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, das war aber vorher schon fest, weil ich hatte ja vorher schon Ratten. War das eine braune oder eine weiße? Das war eine graue, sehr schön gemustert eigentlich. Die war grau und hatte einen weißen Bauch mit einem grauen Fleck drauf. So, dann war die. Achso, und dann bist du ausgezogen und deshalb ist die Ratte in der Wohnung deiner Mutter geblieben. Genau, ne? So war es, ja. Und ich bin dann immer am Wochenende hingefahren, um meine Ratte zu. Und versuchen. Hast du den Eindruck, ich meine, Tierfreunde haben natürlich immer den Eindruck, aber ich frage es trotzdem, dass die dich wirklich so erkannt hat? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, es ist bei jeder Ratte so gewesen, die haben eine richtige Bindung dann zu. Man sagt ja, dass Ratten. Viele Menschen finden sie ekelhaft. Mhm. Ich muss sagen, in gewisser Weise finde ich sie auch ekelhaft, wenn man so die Kanalratten sieht und so weiter. Ja, es verbinden halt jede Menge Leute mit Krankheiten, auch durch den Ekelfaktor. Ja. Dann ist ja erforscht, dass das dann... Andererseits, wenn man schon mal so Punker sieht auf der Straße so, und die haben so eine Ratte auf der Schulter, finde ich auch putzig, muss ich sagen. Ja, muss ich sagen. Du hast den Eindruck, dass da so eine richtige Bindung aufgebaut worden ist. Ja, das hatte ich also wirklich zu jeder meiner Ratten. Die sind dann ganz eng, also die schmusen auch. Und also ein bisschen wie ein Hamster. Einen Hamster hatte ich ja auch mal. Ja, Hamster, ich weiß nicht, wie Hamster da sind, aber ich kann es wirklich mit einem Hund oder einer Katze vergleichen. Also ich hatte auch einen Hund lange Jahre, also 13 Jahre lang jetzt, meinen Ladyhund, meinen letzten. Und ja, man kann es wirklich vergleichen. Die zwei, die haben sich dann auch immer gezofft. Also die Kleine, die kam dann ans Gitter und hat mit ihm gespielt und der hat dann gebellt und sie hat ihn provoziert. Also es war wirklich lustig anzugucken. Also intelligente Tiere. Ja. Auf jeden Fall. Nun habe ich ein gewisses Verständnis dafür, wenn man so diese gezüchteten Ratten, wenn man die mag, da ist vielleicht wirklich kein großer Unterschied so vom Putzigkeitsfaktor, wenn man das vergleicht mit dem Meerschweinchen und mit dem Hamster, mit dem Chinchilla oder so. Aber ich habe so eine Schwierigkeit mit diesen wilden Ratten. Die find ich wirklich ekelhaft. Wie ist es denn bei dir mit den wilden Ratten? Ja, also ich muss sagen, also die Hausratte, sag ich mal, die wir jetzt halten, die stammt ja auch von der Wanderratte ab. Das ist also nicht viel was anderes. Vielleicht ist die Wanderratte ein bisschen größer und halt kanaliger oder wie auch immer grau gescheckt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was ich da wirklich für eine Bindung zu haben soll, weil ich meine, Ratte ist Ratte irgendwo. Ratte ist Ratte. Also das ekelt dich nicht besonders, wenn die über die Straße läuft? Nee, allerdings muss ich sagen, ich war irgendwann mal 3 Wochen auf Mallorca, weil mein Vater da gewohnt hat eine Zeit lang und da waren richtig fette Teile. Also da mussten wir schon ein bisschen Respekt vorhaben. Also da haben dann also die Fahne auf der Straße gelegen. Die sahen schon anders aus. Da wurde es selbst dir mulmig. Was heißt mulmig? Also ich fand es schon ein bisschen gruselig irgendwie, weil das nicht mehr so viel mit meiner Ratte zu tun hat. Ja, nun sind die Ratten ja auch immer wieder Überträger von schlimmen Krankheiten gewesen, ne? Im Laufe der Menschheitsgeschichte. Ja, so heißt es. Also vor allem die Pest dann halt und so. Aber das war ja der Rattenfloh, muss man ja auch wieder... Ja, na gut, aber sie haben halt jetzt übertragen letztendlich, ne? Oder sie waren der Mittelsmann, das übertragen. Ja, schon so viel. Und sie tauchen immer so da auf, wo richtig Dreck ist, wo es ekelhaft ist, wo es stinkt. Und das sind halt Ratten. Ja, die werden ja auch immer irgendwie verteufelt. Ich meine, keiner will sie da haben. Ich will sie auch nicht in meinem Keller haben. Oder ich will sie auch
keine wilden Ratten in meiner Wohnung. Verständlich, weil sie fressen ja auch gerne, genau. Sehr gerne. Und kacken überall in die Ecken rein, dann stinkt das. Ne? Also da muss ich schon sagen, Ratten sind sehr reinlich. Oh. Muss ich dir nochmal eine kleine Lehre erteilen. Oh ja, dann nehme ich es gerne an. Ja, Ratten putzen sich also tatsächlich öfter als Katzen. Ist das wahr? Ja, sogar mit Wasser. Also meine erste Ratte, die Charlie, die hat sich immer auf ihre Wasserschüssel gesetzt und sich dann mit Wasser gewaschen. Wie so mit ihren kleinen Pfötchen? Ja, so richtig so? Genau so. War also sehr lustig. Also auch der Schwanz, der wird sehr akribisch dann geputzt. Ja. Mhm. Wozu haben eigentlich Ratten einen Schwanz? Zum Ausbalancieren. Ach so. Mhm. Ach so. So ist das. Und ich muss auch sagen, die würden, wenn sie wirklich auf ihren Menschen so fixiert sind, dann Ratten pinkeln dich auch nicht an. Ach so, wenn die dich kennen und dich mögen, aber wehe, du bist mal unfreundlich, dann hast du einen Schuss abgekriegt, ne? So kann ich das nicht sagen, aber die Charlie, das war auch meine erste, die ist, ich war krank und hatte die irgendwie unterm Schlafanzug, weil mir kalt war, so als Wärmflasche quasi, und da musste die und hat mir den Schlafanzug an der Naht aufgebissen, dass er also weg konnte, um dann zu pinkeln. Das ist ja wirklich schon interessant, ne? Ja. Das heißt, woher weiß die, dass du nicht magst, wenn sie dich anpinkelt? Das ist eine gute Frage, aber... Oder meinst du, dass es vielleicht ein Zufall war? Nee, denke ich nicht, weil das hatte ich also dann nochmal mit der gleichen Ratte. Ja. Ich saß draußen im Sand irgendwie und die Ratte ist plötzlich runtergegangen von mir unters Auto. Ich dachte schon, die geht weg, also haut mir ab, weil es war die erste. Ich hatte noch nicht so viel Erfahrung. Mhm. Und da hat die dann also da drunter gekackt und ist dann wieder zu mir gekommen. Also das ist schon toll, ne? Ja. Das beweist ja, dass das schon pfiffige Tiere sind. Definitiv. Ja. Es gibt aber auch immer wieder so Geschichten, die man hört, dass Ratten, wenn sie sehr hungrig sind, und beispielsweise auch in die Enge getrieben werden von einem Menschen, ne, dass die einen Menschen anfallen und auch sich in einen Menschen verbeißen. Ist auch totaler Quatsch. Also ich habe auch von meinem Lehrer damals mal gehört, ja, also man hört ja, wenn Ratten, wenn man denen direkt in die Augen guckt, dann fallen die einem an oder sowas. Ja. Kann ich absolut nicht bestätigen. Keine meiner Ratten hat mich jemals gebissen. Aha. Es war nie der Fall. Also mein Hamster hat mich schon gebissen. Und mein Meerschweinchen hat mich auch schon mal gebissen. Aber du wirst natürlich sagen, was ist denn ein Meerschweinchen und eine Meersau gegen eine Ratte? Das ist die Königin, der Nager, sagst du wahrscheinlich. Ja, also für mich definitiv. Also, eine Rattenfreundin. Nach einer Katzenfreundin hatten wir jetzt eine Rattenfreundin, die Miriam. Ja. Danke für den Anruf und alles gut. Ich habe noch eine kurze Frage an dich, Domian. Oder besser gesagt, ich will noch was sagen zu Max, der ja gestern angerufen hat. Ja, ich finde den Max wirklich sehr sympathisch, muss ich so sagen. Ja. Aber ich finde, die Bonita hat gesanglich größere Qualitäten. Ich singe nämlich selber auch und habe halt auch schon länger Unterricht. Und da guckt man halt schon so auf die, wie soll ich sagen, auf die Qualität. Ich fand Bonita auch gut, muss ich sagen. Ja. Aber ich fand Max noch begnadeter. Aber ich finde, begnadet, aber ich finde, er hat es manchmal so ein bisschen übertrieben. Weißt du, die Joy Fleming saß ja in der Jury. Ne? Übrigens, die hat meine Gesangslehrerin auch mal unterrichtet. Ist es wahr? Mhm, ist es wahr? Vor vielen Jahren. Ich bin ein großer Verehrer, ein großer Fan von Joy Fleming. Ja, die ist sehr cool. Die ist super. Das ist eine wirklich großartige Frau und eine ganz, ganz tolle Sängerin. Mhm. Und Joy Fleming blieb ja wirklich die Spucke weg, als immer wieder, wenn Max gesungen hat. Das stimmt schon. Und sie hat einmal zu ihm gesagt, auch wenn du es mit diesem Grand Prix irgendwie nicht schaffst, ich prognostiziere dir eine internationale Karriere. Ja, ich weiß, ich habe das auch verfolgt, ja. Das war übrigens die einzige Castingshow, die ich verfolgt habe. Aber die war gut, ne, diese Show? Ja, definitiv, weil ich dachte auch, also ich habe überlegt, soll ich hingehen, aber dann konnte ich dem Stefan nicht so ganz trauen. Man weiß ja nie, was er mit einem anstellt und habe es dann gelassen. Aber vielleicht das nächste Mal, Miriam. Ja, wer weiß. Dann sehen wir dich. Ja, gut. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, aber nicht das Thema Castingshow ist unser Thema heute, sondern Tiere. Ich möchte gerne mit euch über Tiergeschichten, schlimme Tiergeschichten, skurrile Tiergeschichten, was ihr alles mit Tieren oder durch Tiere erlebt habt und was euch da so alles so einfällt. 0800 220 5050. Sandra, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sandra. Ja. Geh mal noch näher ans Telefon, damit du ein bisschen lauter wirst. Ja, ich bin am Telefon direkt. Das ist schön. Also ich rufe zum Thema, wie gesagt, Tiere an und ich habe Schnecken im Terrarium. Schnecken? Ja. So eklige, kleine, klibberige Dinger. Ach, im Gegenteil. Die sind richtig niedlich. Wie groß sind die denn? So Weinbergschnecken sind das. Also ich habe einmal Weinbergschnecken und die man am Weg sieht. Die sind so 10 Zentimeter groß?
Ja, so ungefähr. Und wie viel hast du gezeigt hast? Wie viel hast du davon? Im Moment, weil ich es über Winter habe und die Eier schon gelegt haben, so bis zu 40 Stück. Ach, Schnecken legen Eier. Ja, sie legen Eier. Hast du deinen Fernseher eingeschaltet noch? Nein, habe ich nicht. Ich höre mich so seltsam. Und die leben jetzt alle, diese 40 Schnecken, diese glibberigen kleinen Schnecken, leben jetzt alle in diesem Terrarium. Ja, ich habe ein Aquarium gefunden, das umfunktioniert. Und dann habe ich noch zwei, drei andere, die man kaufen kann, so Plastikterrarien. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ein junges Mädchen wie du, 21, sich für Schnecken interessiert? Das hat schon im Kindergarten angefangen. Also ich hatte damals in Berlin gewohnt. Ja. Und bevor ich zum Kindergarten schon gekommen bin, erzählt mir meine Mutter immer jetzt, wo ich die Schnecken auch hatte, mussten erstmal alle Schnecken, wenn es geregnet hatte, vom Wegrand aufsortiert werden. Sag ich dir, Sandra, ich unterbreche dich mal. Ja? Ich muss dir was Schlimmes erzählen. Ja? Du warst ein guter Mensch als Kind. Du hast die aufgesammelt, ne, vom Wegrand. Ja. Und du hast sie kaputt getreten. Ich bin mit dem Fahrrad drüber gefahren. Oh. Ja, ich habe es getan. Oh. Ja, da war ich aber ganz klein noch. Heute mache ich auch einen großen Bogen und heute mache ich es nicht. Nein. Ich habe nur sowas Schlimmes bei Regenwürmern gemacht. Na, also haben wir beide Dreck am Stecken. Ja. Also es fing bei dir früh an mit den Schnecken und du fandst die irgendwie, also du fandst die nie ekelhaft. Nein, überhaupt nicht. Über die Hand, ins Gesicht. Das heißt, du packst die auch heute an? Ja klar, auf der Hand kriechen. Die werden sogar zutraulich, wenn man das so sagen kann. Nur sag mir bloß nicht, dass die Schnecke dich erkennt. Ich kenne zwei Leute, die das schon eine lange Zeit machen. Die sind schon Rentner. Ja. Und da ist eine Schnecke, die kommt aus dem Terrarium, wirklich ein Pflegefall, den die pflegen, raus und geht wieder, frisst zu denen und geht wieder rein. Ja, die will nur was fressen. Die interessiert sich nur für das Salatblatt. Ja, trotzdem. Also meine lässt sich auch schon streicheln hinten am Ende von der Schnecke. Am Po. Und findet das süß und kommt dann dadurch raus. Kann ich es so weit formulieren, dass unsere Sandra mit Schnecken sogar schmust? Ja. Ah. Ja. Vor allen Dingen diese Wegschnecken, die kann man voll süß streicheln. Und die regeln dann das Köpfchen und so. Und die haben auch vielleicht will sie nur draufkriechen, aber ich interpretiere das. Diese Fühler oben, ne? Das sind die Augen. Ach, das sind die Augen. An den Fühlern oben sind, wenn man ganz genau hinguckt, zwei schwarze Punkte jeweils. An einem Fühler ein schwarzer Punkt. Wie praktisch. Und das sind die Augen. Dann kann die mit den Augen so rund gehen. Kann aber nur hell und dunkel unterscheiden. Achso, die kann also dein Gesicht nie erkennen. Wenn du mal zuzwinkerst und lächelst, kann die nicht sehen. Nein. Nee. Gibt es da auch Männchen und Weibchen? Oder sind die? Ja, da kann ich dir erzählen. Pass auf. Sind eigentlich Zwitter. Das heißt, hast du zwei Schnecken in einem Terrarium, produzieren die Eier. Auf jeden Fall. Also wenn es Zwitter sind, kann doch auch eine Schnecke alleine Eier produzieren. Nein, die müssen, also sie haben beide die Voraussetzungen, männlich sowie weibliche Geschlechtsorgane in sich drin, in dem Häuschen. Aber die können nicht selbst aber miteinander. Aber brauchen noch einen anderen Partner dazu. Ich verstehe, die brauchen doch Sex. Also Schnecken machen auch Sex. Ja. Ja. Wie geht das denn ab, wenn eine Schnecke... Das sieht total niedlich aus. Erzähl, kennen wir alle nicht. Also, die kriechen aneinander rauf. Ja. Von vorne. Und dann hinten bleiben sie so sitzen. Und dass sie aufrecht gegenüber sitzen und sich dann... Sieht aus, als ob sie sich küssen, sozusagen. So hin so, und her die gehen so richtig, und die gehen so richtig sehen hoch. Aus, wie sie sich küssen. Ach. Und dann schießen die, jetzt wird es ganz brutal, einen 9 mm langen Pfeil, also bei den Weinbergschnecken, in den Partner rein. Ach. Das tut denen auch weh und das dauert eine Minute, bevor die das verkraftet haben. Das ist der Mini. Ich vermute, dass der Samen besser ankommt sozusagen. Moment. Die schießen einen Pfeil? Ein Pfeil. Das löst sich dann von der Schnecke los oder ist das so eine Art Mini-Penis? Also ich habe das noch nie gesehen. Ich habe nur gesehen, wie es in einer Schnecke im Nacken gesteckt hat. Ja, das sieht sehr brutal aus. Das ist ja auch schön. Die schießen ihre Pfeile irgendwo in die Schneckenfrau rein. Also in die andere Schnecke. In die andere Schnecke rein, ja. Und ziehen die das denn wieder zurück? Nein, das bleibt drinnen stecken. So, da ist irgendwie Schleim dran und es kann auch abfallen. Stell dir mal vor, wir Menschen würden sowas machen. Wir würden so auf der Straße, wenn wir so gehen würden, irgendjemanden sehen, toll finden. Ja, das ist richtig heftig. Also mir tun sie da auch ein bisschen leid. Das heißt, die haben keinen Orgasmus? Haben Schnecken einen Orgasmus? Ja, pass auf. Also die tun dann das Ausbinden, das eine so eine Art Vagina und der andere so eine Art Penis. Und das ist aber auch relativ schon lang. Man sieht das deutlich, diesen Penis. Deutlich. Ganz schnell, das auch durch Blutdruck, wie beim Mann. Ja. Und den schießen die dann raus.
da rein. Ja. Also Samen werden eingeflößt. Ja. Und das dauert 24 Stunden, das ganze liebe Spiel. Ach, die kleben dann 24 Stunden aneinander? Ja. So, jetzt ist doch mir, dann, so gut, wenn die aber quasi eine so Art Scheide und so einen Mini-Penis haben, ja, die Schnecken. Ja, das sieht man dann aber auch richtig. Also das ist an der Seite von der Mundöffnung. Lass mich weiterfragen. Übrigens, so rechts an der Seite, finde ich, sieht das immer so aus, dass es rechts an der Seite rauskommt. Ja, übrigens, falls ihr gerade zufällig hier reingeschaltet habt, wir reden ja nicht irgendein Schweinkram über Menschen, wir reden über Schnecken. Ja. Das ist ein seriöses Gespräch, über ein naturkundliches Gespräch. Jetzt habe ich dann aber nicht verstanden, wenn die so Mini-Penisse haben, die Schnecken, was ist dann mit dem Pfeil dann los? Das ist, also die, ich hatte da aus dem Internet Informationen gesammelt, weil mich ja auch geschockt hatte. Und darin steht, dass da auf diesem sogenannten Pfeil ein Schleim ist, der übermittelt wird. Ja. Der soll die Effektivität der eigenen Samenzelle gewährleisten. Ach, also pfiffig. Ja. Also erstmal den Pfeil auf die andere Schnecke schießen, um dann das Optimale rauszuholen. Um zu gewährleisten. Genau. Und dann dauert so zwei, wenn ich mich nicht täusche, ich bin total nervös, 2 bis 3 Wochen, dann buddelt die ein Loch. Oben ist es eine kleine Öffnung, die geht echt mit dem Kopf da rein und unten wird alles ausgehöhlt. Ja. Und dann legt die da ihre Eier rein, buddelt die wieder zu, die Erde. Und dann dauert das wieder 2 bis 3 Wochen, bis die, bis zum Monat dauern, bis die legen. Die ganz kleinen. Und dann 2 bis 3 Wochen, bis die schlüpfen, die kleinen Babys. Also die sind unten drunter, ich habe ja ein Aquarium, wie gesagt, und da sehe ich das ab und zu, wenn die ganz am Rand legen. Ja. Und dann entwickeln die Kleinen sich schon, kriechen da unten auch drinnen rum und kommen irgendwann hoch. Sandra, wie viel Junge kriegt denn so eine Schnecke? Ja, halte ich fest. Ich halte mich 20 bis 50. 20 bis 50. Deswegen, es sprengt schon fast. Also ich mache meine wieder weg. Also zum Teil setze ich die wieder aus, weil es sind so viele geworden. Also es macht dir dann nichts aus, die dann draußen auf die Wiese zu setzen und sagen, tschüss, ab in die Freiheit, Jungs. Ich habe ein Plätzchen ausgesucht, wo ich denke, dass es besser ist. Ich kann es auch nicht einfach so irgendwo hinsetzen. Aber eine tolle Sache ist ja, dass dieses Liebesspiel oder der Liebesakt 24 Stunden dauert. Ja, aber das, was dich vielleicht interessiert, ich weiß ja nicht. Ich habe bei meinem schon erlebt, 3 zusammengesessen und das gemacht. Ach, aber auch von Dreier. Bilder im Internet von meinen Bekannten, dass da 10, 20 aufeinander sitzen und das machen. Ich möchte eine Schnecke werden. Das ist ja toll. Das ist ja super toll. Nicht nur Flotten Dreier, sondern... Es sieht auch aus, als ob die richtig sich lieb haben. Es sieht ja nicht so aus, wie wenn man andere Tiere beobachtet da. Ja, und auch mit den Augen finde ich cool, so lange Augen hier oben, die man drehen kann und so. Ich bin begeistert, Sandra. Ich sehe Schnecken demnächst völlig anders, wenn ich Schnecken sehe. Ich werde immer an dich denken. Okay. Ich werde immer an dich denken. Aber noch ganz schnell, pass auf. Die kriegen aber auch Milben, wenn man sie selber hält. Ja. Und da will ich nur schnell was zu sagen. Wenn man die isst, die Schnecken, das hatte ich auch rausgefunden. Eine Milbe tut bei meinen Schnecken schon, dass sie Appetitlosigkeit und verenden eventuell. Aha. Und bei solchen Schnecken, die vorher gegessen werden, werden die in Massenhaltung. 1 Quadratmeter, 100 Schnecken. Ja. Und die haben bis zu 70 bis 80 Milben, was vorgeschrieben ist, dass das nicht schlimm ist, solange man die Milben abtötet, solange die tot sind. Und das wird gegessen. Also die kann man als Menschen dann essen? Na, die Schnecken kennt man ja, Franzosen, also da im Restaurant, Weinbergschnecken, da sind auf jeden Fall sowas drin. Verstehe. Das muss aber doch für dich als Schneckenfreundin, als Schneckenliebhaberin doch furchtbar sein, wenn jemand Schnecken isst, oder? Ja, mein Bruder hat's getan. Oh. In deiner Anwesenheit. Das ist einfach anders, das ist aber auch bei anderen Tieren so. Das ist ja genauso, als wenn man sagt, wenn man Hundefreund ist, man isst Hunde, dann laufen die Hundefreunde ja auch. Das sehe ich aber auch anders. Ich denke so, wenn wir eine Kuh essen, sind wir auch brutal. Stimmt, Also das kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Ich habe auch eine chinesische Freundin und die haben da Katzen. Die sind ganz anders drauf. Saß, vermuten die, dass das durch Katzen kam, gegessen wurde. Und sie selber nicht, aber mein Gott, die essen das da wie Häschen. Und so, Sandra, das fand ich sehr interessant mit dir. Okay. Und vor allen Dingen über die Schnecken so viel erfahren zu haben. Wie gesagt, ich möchte gerne ein Autogramm von dir. Ja, kriegst du. Du musst nur auflegen, dann rufen wir dich an wegen der Anschrift. Okay. Meine liebe, süße Schnecke Sandra. Auf Wiederhören. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Tiere ist unser Thema, ihr Lieben. Und hier ist Christina und Christina ist 22. Ja, hallo Domian. Hallo Christina. Und zwar geht es darum, vor 3 Jahren hatte ich eine Beziehung. Ja. Und mein Ex-Freund hat meine Katzen verprügelt. Verprügelt? Ja. Wie viele Katzen hattest du? 2 hatte ich zu dem Zeitpunkt. Und wieso hat er die Katzen verprügelt?
Das weiß ich selber nicht so genau. Er hat gesagt, er müsste irgendwo seine Aggression auslassen. Hast du das gesehen? Warst du dabei? Nein, nein. Ich habe das erste Mal gemerkt bei meiner kleinen Katze. Die hat sich immer mehr zurückgezogen. Mhm. Und die hatte irgendwann mal eine blutige Nase. Und da habe ich dann schon Verdacht geschöpft. Ja. Und der sagte dann, ja, die muss wohl irgendwie vor der Wand gelaufen sein. Ja. Wohnte dein Freund auch bei dir in der Wohnung? Ja. Mhm. Aber da warst du nicht so mit zufrieden mit der Erklärung? Nee, ich habe ihm nicht geglaubt. Und wie bist du ihm dann auf die Schliche gekommen, dass er das war? Ja, dann kam das noch weiter, dass ich die Katze zwischendurch mal gestreichelt, wie normal. Mhm. Und das hat so geknackt. Das heißt, Luft setzt sich unter das Fell. Mhm. Und dann knackt es, wenn sich ja Luft unter das Fell setzt bei einer Katze, dann knackt es? Ja, das knackt. Ach, ja, und dann? Und das kann entweder dadurch passieren, wenn die aus einer ganz hoch runtergefallen sind. Ja. Oder wenn sie wirklich stark verprügelt wurden. Ja, das wusstest du? Nee, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ah ja, und wer hat dir das dann gesagt? Warst du beim Tierarzt? Ja, ich war beim Tierarzt. Aha. So, jetzt warst du noch skeptischer geworden. Wie ist es denn dann endgültig rausgekommen? Endgültig ist es rausgekommen, dass ich zur Schule war. Ja. Und ich bin nach Hause gekommen und meine Katzen lagen halbtot in der Küche. Oh. Ja. Und da die hat eine lag und dann im hat er Katzenklo. Ja. Und die andere lag halbtot davon rum. Und er war auch in der Wohnung? Nein. Dann hast du ihn angesprochen und hat erst gestanden? Ich habe ihn danach erst 2 Tage später wieder gesehen. Mhm. Habe ihn rausgeschmissen. Moment, da war ja noch nicht klar, dass er es war. Ja, ich war mit den Katzen zum Tierarzt. Ja. Und die eine hatte 13 Rippenbrüche und 4-mal das Becken gebrochen. Ah, wie schrecklich. Was für eine Tierquälerei. Und die andere hatte einen Schädelbassbruch. Ach, aber wirklich. Also da war dann für dich klar, das muss er gewesen sein. Das muss er gewesen sein. Dann hast du ihn dann hinterher dann irgendwann mal angesprochen? Ja, ich habe ihn immer wieder. Aber er hat es dann irgendwann auch gestanden? Er hat es erst gestanden, als es richtig eskaliert ist. Und dann hat er diesen komischen Satz gesagt, er müsste seine Aggressionen ausleben. Ja. Das ist ja unglaublich. Hast du ihn angezeigt wegen Tierquälerei? Ja. Das ist auch richtig so. Und was ist dabei rumgekommen? Nichts. Nichts? Es gab eine Gerichtsverhandlung. Da war ich da. Mhm. Er ist nicht erschienen. Mhm. Und weiter habe ich davon nichts gehört. Boah, wie schlimm, was haben die Tiere aushalten müssen? Wie ist es denn mit den Tieren weitergegangen? Musstest du sie einschläfern lassen oder konnte man sie aufpäppeln wieder? Die konnte man aufpäppeln, mhm. Nur die eine hatte so viel Angst, dass sie immer aus der Wohnung raus wollte. Mhm. Und die ist irgendwann, wollte die durch gekippte Fenster raus und ist dann hängen geblieben. Und dann? Hat sich das Genick gebrochen. Oh. Ich war gerade zu dem Zeitpunkt mit meinem neuen Freund zusammen. Mhm. Und der hat die am nächsten Morgen gefunden. Mhm. Aber sag mal, also das ist ja nun noch ein trauriges Ende von der ganzen Geschichte, das mit dem ersten Teil der Geschichte gar nichts zu tun hatte. Wie lange warst du mit diesem Typ zusammen, der die Katzen so hergerichtet hat? Circa ein Jahr. Hast du das gemerkt, dass das so ein brutaler Typ war, der so auch mit Tieren umgeht? Nein. Wie hat er sich denn verhalten in deiner Anwesenheit den Katzen gegenüber? Ruhig zurückhalten. Mhm. Und ich habe es halt gemerkt an meiner Katze Jeannie, ja. Die jetzt noch lebt. Ja. Die hat sich immer versteckt. Mhm. Und wenn er in seine Gegenwart gekommen ist, dann hat die angefangen zu knurren, zu fauchen. Ja, das merkt man natürlich dann als Besitzerin von so einem Tier, dass da was nicht stimmt. Ne? Du kanntest ja deine Katzen sehr gut. Ja, ich liebe die wie meine eigenen Kinder. Ja, sehr schlimm, sehr schlimme Geschichte und sehr widerlicher Kerl. Sehr widerlicher Kerl, sowas verachte ich zutiefst, weil... Ich finde es schade, dass Tiere heutzutage noch als Sachgegenstände behandelt werden. So, die eine Katze ist aber jetzt wohl auf. Die miaut hier gerade rum. Die miaut hier rum, naja. Liebe Christina, hoffentlich passiert nie wieder sowas Schlimmes. Das hoffe ich auch. Das wollen wir wirklich hoffen. Alles Gute, dir und deinen Katzen. Kriege ich auch noch ein Auto von dir? Ja, legst du auf, ruf mich an wegen der Anschrift, okay? Ja, gut, alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Gisela hat
auch die Nummer gewählt zu unserem Thema Tiere. Hallo Gisela, du bist 33, stimmt's? Ja, stimmt. Guten Abend, Domian. Hallo. Ja, zum Thema Tiere. Ja, ich habe angerufen, weil ich mit 8 Schlangen zusammenlebe. Mit 8 Schlangen? Ja. Wie groß sind die? 5 Königspythons, die sind so 1,30 bis 1,80. Ach so, ich dachte, die wären noch größer. Nee, die sind die kleinsten Riesenschlangen der Welt. Dann habe ich noch 3 Boas, die momentan so 1,20 sind. Die werden aber mal, wenn ich Pech habe, 3 Meter. Und 8 an der Zahl? Ja. Wie groß ist deine Wohnung? Ganz normal, 65 Quadratmeter. Und leben die Schlangen in so einem Terrarium, oder? Ja, ich habe den riesen Terrarium gebaut, also jeweils 2 Meter Becken übereinander. Ja. Und also die haben wirklich ausreichend Platz. Warum Gisela Schlangen? Ich weiß, ich fing mit 18 ungefähr an. Ich finde die Tiere erstmal sehr anmutig. Ja. Also ästhetisch findest du sie? Ja. Dass sie toll aussehen und sich toll bewegen? Gerade die Bewegung, was die meisten Leute so anekelt, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Weil ich finde es sehr grazil, wenn eine Schlange sich bewegen kann. Besonders ohne Arme keine Kekse, wo eine Schlange überall hinkommt. Ja. Finde ich erstaunlich. Ja, ja. Dann muss ich dazu sagen, es sind die billigsten Haustiere, die man nur haben kann. Weil die wenig vertilgen, oder wie? Ja, eine große, die frisst vielleicht eine Ratte oder eine Maus im Monat. Jetzt darf Sandra nicht zuhören von gerade. Ja, ich meine, Miriam war es gerade. Ja, ja. Miriam, unsere Rattenfreundin. Ja, es ist für mich nur ein Futtertier. Du kaufst Ratten? Nein, momentan keine Ratten, sondern ich züchte selber Gerbils, diese Wüstenrennmäuse. Weil sie A, überhaupt nicht riechen. Ja. Also die kann man wirklich, die habe ich in so einem großen Aquarium drin, ach so, die rausspringen können. Die Mäuse wohnen auch noch in deiner Wohnung? Ja, die stehen in der Küche. Die werden extra gezüchtet als Futter für die, und dann werden die armen, kleinen, süßen Mäuschen. Hinterher, wenn du Schlangen hast und du musst sie halt damit füttern, hinterher sind es keine armen, süßen Mäuschen mehr. Gleicher als machst du für eine Katze eine Dose Whiskas aus. Also ja, aber das ist ja schon tot da drin. Also dann kommt das Mäuschen, kommt in das Terrarium von den... um Gottes Willen, dann würden die sich gegenseitig beißen. Die kommen dann, die Schlange, die kommen erstmal alle raus. Alle? Ich lege sie auf die Couch, also unten immer eine Art. Ja. Beispielsweise die 5 Pythons, die hole ich alle raus. Beziehungsweise die wissen Bescheid, sie macht die Scheibe auf und die kommen raus. Ja. Dann sitzen sie meistens oder liegen auf der Couch rum. Ja. Dann nehme ich mir die erste Schlange, setze sie in so eine riesen Styroporkiste, die man so vom Pizzaservice kennt. Ja. Leg die Schlange da rein und dann schmeiße ich da eine Maus rein. Oder eine Ratte oder sonst irgendwas. Und dann, ach so. Dann hat die Maus eine Überlebenschance von Sekundenbruchteilen und dann hat sie das auch erledigt. Ach so. Die gefüttert ist, die setzt sich wieder ins Becken. Moment, das geht ganz schnell. Die packt ganz schnell die kleine Maus. Ja. Und verschlingt die... spritzt kein Blut, nichts. Die Maus sieht dann aus, als würde sie schlafen und wird sie gegessen. Wird die Maus erwürgt oder beißt sie dabei? Ja, drosselt, ja. Sind diese Schlangen eigentlich... sind die giftig, die du da hast? Nein. Keine? Nein. Eine Giftschlange kann man ja nicht anfassen. Die sind Würgeschlangen. Sind Würgeschlangen. Ja. Das heißt, dass der Tod der kleinen Maus geht sehr schnell. Geht sehr, sehr schnell. Gerade eine Maus, ich habe immer das Gefühl, wenn man das Genick knacken hört, sobald die Schlange einmal zupackt und sich einmal drum sind, ist schon das Genick gebrochen. Aber so ein paar Sekunden Todesangst siehst du dann bei der kleinen Maus ja schon, ne? Eine Maus ist so blöd, die geht auf die Schlange zu, was gar nicht was los ist. Ehrlich? Ja. Wenn man allerdings eine junge Ratte, die noch nie eine Schlange gesehen hat, irgendwo an eine Futterkiste reinschmeißt oder nur eine Schlange sieht, die Ratte ist immerhin so intelligent, die bleibt da sofort sitzen und bewegt sie nicht mehr. Ach so. Aber und dann wird sie auch nicht gefressen. Sie muss sich nämlich bewegen, sonst wird eine Schlange nicht rangehen. Ach so, wenn die Ratte ganz still steht. Dann macht die Schlange nicht. Auch wenn die ganz hungrig ist. Nee, ist egal. Aber irgendwann bewegt sich auch die intelligenteste Ratte mal und dann war es das. Ja, man muss anschubsen, ne? Und dann verschlingen die Schlangen, diese kleinen Mäuschen, ganz, ne? Ja. Ganz und gar. Ja. Ach, die armen Mäuschen. Ja, das ist auch wieder so ein Argument. Ich sag zu jedem... Aber so ist die Natur, du hast natürlich recht. Ja, so ist die Natur. Auch lieber, sie würden Blätter oder Gras essen, tun sie nicht. Aber, Stichwort Intelligenz, eine Schlange, soweit ich da informiert bin, kann ja nie ein persönliches Verhältnis zu einem Menschen aufbauen. Falsch. Sagst du? Ja, sag ich. Weil ich sehe es hier aus meiner Erfahrung, sie sind an mich gewöhnt, da ich halt die meiste Zeit hier im Wohnzimmer, wenn ich zu Hause bin, hier verbringe. Und du meinst? Sehr oft sind sie draußen. Ja. Die kennen erstens meinen Geruch, haben sehr guten Geruchssinn, sie riechen über die Zunge. Was heißt, du meinst, die erkennen dich? Ja. Mögen die dich auch? Nee, ich glaube nicht, dass eine Schlange irgendeinem Menschen jemals mögen wird. Ja. Nein, aber man, sozusagen unter Schlangenhaltern, das Handling. Man muss eine Schlange von klein auf an rausnehmen und an den Menschen gewöhnen. Mhm.
Aber das würdest du jedes Mal reinbeißen, wenn du ins Terrarium greifst. Aber dennoch, es ist ja nicht so ein inniges Verhältnis wie zwischen Hund und Mensch oder Hund und oder Mensch und Katze auch. Es ist ja doch irgendwie ein distanziertes Tier, sag ich mal so. Ja, es ist kein Schmusetier. Kein Schmusetier. Aber auch kein Leguan oder sonst irgendwas. Dennoch magst du es so gerne. Ja, ich finde die Tiere auch so faszinierend. 8 Schlangen finde ich schon sehr viel. Bist du jetzt schon an deiner Schallgrenze angelangt? Oder bist ich du hatte noch mal 21, ne, ist ja nicht viel. Du hattest mal 20? 21. 21. Ja. Willst du das auch nochmal steigern? Ja, ich habe oben noch 2 Terrarien leer. Ach so, da passt noch einiges rein. Ja. Wenn du die so auf der Couch hast und die so an dich rankommen. Herrliches Gefühl. Herrliches Gefühl. Ja. Ich glaube, ich würde erstarren. Ich würde erstarren Nein. und kann mich gar nicht mehr bewegen vor Angst und Ekel, glaube ich. Nein, das ist schön, weil die meisten Leute, weil eine Schlange halt glänzt, sie glänzt aber, weil sie trocken ist. Und weil sie wirklich wie lackiert aussieht. Wenn sie frisch gehäutet ist, dann schillert jede Schlange in allen Regenbogenfarben. Lässt du die auch so an deine nackte Haut? Ja, natürlich. Die krabbelt. Ich lege mich mit denen auch manchmal nackt ins Bett. Ist total Nein, du legst dich nackt mit den, mit den Schlangen ins Bett? Ist irre, ja. 8 nackte Schlangen und die nackte Gisela. Nee, so 8 wären zu viel. Auf so viel könnt ihr nicht aufpassen. Manchmal Hör mal, 2 große. Und wenn die mal auf die Idee kommen, die denken, du bist das Mäuschen und die würgen dich? Geht schlecht. Weil du ein bisschen zu groß bist. Erstmal rieche ich nicht wie eine Maus, bin ich sehr viel größer als eine Maus, denke ich mal. Ja, aber du züchtest die Mäuse und dann riechst du auch ein bisschen nach Maus. Nein, also den Verstand muss man haben, ich kann nicht jetzt bei den Mäusen rumfummeln und dann eine Schlange rausnehmen. Man riecht sie den Geruch der Maus und dann wird sie zubeißen. Ja, dann denkt ihr, deine Hand ist eine Maus. Ja, ne? Genau. Und schon wird's passiert. Ja. Also dann liegst du nackt im Bett mit den Schlangen. Ja. Und lässt das so richtig. Ja. Gerade das ist das irre Gefühl. Alleine wenn du schon 2 Schlangen auf dem Körper hast, du weißt nicht mehr, wo oben oder unten ist, du weißt nicht, wo welche gerade hinkriegt. Jetzt, ja, das ist aber jetzt schon sehr pikant. Nee, das ist total irre. Jetzt will ich dich fragen. Das hat nichts mit Sex und Fantasien zu tun. Ja, das will ich jetzt gerade fragen. Ist es auch was Erotisches gar? Nein. Es ist einfach nur was Schönes. Ja. Du ich meine, genauso wie jeder jetzt mit seinem Hund kuschelt oder seiner Katze, ja. Nur ist dieses Gefühl halt was ganz anderes als Fell auf der Haut zu spüren. Haben denn die Schlangen auch einen Namen? Nee, die sind ja eh taub. Die sind taub, ne? Völlig taub. Ja. Hätte ja sagen können, dass, Beruf kommen sie sowieso nicht. Dass du sie, um sie auseinanderhalten zu können, das irgendwie benennst. Du nennst sie, die heißen einfach Schlange. Hallo Schlange, sagst du. Nee, ich sag noch nicht mal Hallo, weil die hören mich ja sowieso nicht. Die hören dich nicht. Ja, taub. Bist du in einer Beziehung? Ja, ja. Und was sagt dein Partner oder deine Partnerin? Ja, ich habe sie mit ihm zusammen angeschafft. Du hast sie mit ihm zusammen angeschafft? Sogar als meine Tochter noch, die ist jetzt 11, noch ganz klein, war bis erst mal mitgenommen zum Züchter. Und wollte aussetzen, wenn sie jetzt quietschend weggerannt wäre, ja? Hätte ich natürlich heute auch noch keine Schlange, mein Kind davor Angst hätte. Moment. Da waren wir beim Züchter und der hat sofort gefragt, möchtest du mal eine haben? Der hat sich sofort um den Hals gehangen, ist damit juchzend durch seine Wohnung gerannt, also, um Mama haben. Ja. Vererbung ist das? Nein, ich denke mal, dass überhaupt kein kleines Kind Angst vor Spinnen oder Schlangen oder sonst was hat. Außer es hat mal eine schlechte Erfahrung. Ich glaube, dieser Ekel wird den anerzogen. Gewagte These, weiß ich nicht genau. Aber jetzt lass mich fragen, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ich dachte erst, du würdest alleine mit deinen Schlangen und den Mäusen leben. Da ist noch ein Mann und ein Kind. Ja, ja, klar. Ach so, das ist natürlich heftig. Nein, das stellt man sich heftig vor. Ich habe halt ein ganz normales Wohnzimmer von 20 Quadratmetern. Naja, aber 65... Und hinten an einer Wand steht halt so ein riesiger Schrank, der 60 tief ist und 2 Meter hoch. Und da sind 4 Terrarien drin. Ja. Und das gibt nie Probleme so in der Familie, wenn... Nein. Ja gut, meine Mutter betritt mein Wohnzimmer kaum noch raus. Das wollte ich gerade sagen, wenn die Verwandten kommen. Wenn Tante Else zum Kaffee kommen will oder so. Auch die haben die, also Tante war mal hier und die hat sich sofort mit einer Schlange fotografieren lassen. Also. Und meine Mutter saß dann lieber in der Küche und hat zugeguckt. Sind die eigentlich teuer zu kaufen? Ja, relativ, ja. Also da ist es dann doch teuer. In der Unterhaltung sind sie billig, aber teuer in der Anschaffung. Ja, ich sag mal, billig beim Füttern. Nur du musst halt ein Heizkabel drin verlegen. Sie brauchen halt ihre 30 Grad. Mhm. Sie brauchen halt ihr Licht. Ja. Also ist schon auch aufwendig. Also sehr viel Strom. Aber ich sag mal, es ist eine einmalige Ausgabe, die man hat. Ja. Und so eine Schlange wird ja 40, 50 Jahre alt. Also wenn ich ein Baby kaufe, dann weiß ich ganz genau, mit dem Tier werde ich zusammen alt. 40, 50 Jahre werden die alt. Ja. Sag mal, wenn du die auch schon mal draußen hast, im Zimmer meinst. Ja. Wenn die dann mal müssen... Nein, ach, eine Schlange kackt wirklich wie so ein kleiner Vogel, das sieht aus wie Vogelkot. Und dann auch wirklich nur so 2 Wochen nach dem Füttern haben sie komplett verdaut und dann machen sie an so ein kleines Häufchen und das war's. Achso, da kommen keine Knochenreste mehr raus von den Mäuschen. Nein, das sieht aus wie Vogelkot. Achso. So schwarz-weiß sieht das aus. Was ich ja alles, wir lernen heute Nacht, das ist ja wirklich absolut abgefahren. Aber so richtig schön in Urlaub könnt ihr nie fahren? So mit doch, gerade das. Du fütterst sie vorher, du machst die Wasserbecken randvoll, ja? Also sind große Becken drin, sodass sie sogar drin baden können, so groß sind die. Ja.
Also fürs Trinkwasser wird es immer reichen. Der Rest läuft ja alles automatisch mit der Temperatur, mit dem Licht. Und dann kannst du mal 4 Wochen abhauen. Ach, das heißt, du kannst vollkommen die Wohnung allein lassen mit den Schlangen. 4 Wochen brauchen die nicht. Das ist ja sehr praktisch. Ja. Das ist ja sehr praktisch. Haustiere. Die idealen Haustiere. Die riechen nicht und sie machen keinen Krach. Und du kannst laut Musik haben oder laut einen Film gucken, weil die sind ja eh taub. Die kriegen nur die Vibrationen mit. Ja, dann kommen sie alle raus und gucken. Oder ich weiß ganz genau, wann Gewitter ist. Dann kommen nämlich alle raus. Ach so. Kurz bevor es draußen blitzt und donnert. Was es alles gibt. Gisela mit ihren 8. Und ich wollte noch sagen, ein Wunschtraum von mir wäre, wo viele Leute jetzt sagen, ich möchte einmal in eine Badewanne liegen, nackt, und die dann auffüllen lassen mit Schlangen. Na! Nackt mit ein paar hundert Schlangen. Mit ein paar hundert Schlangen. Nackt in einer Badewanne. Ja. Hör mal, du bist doch irgendwie ein bisschen erotisiert, glaube ich, drauf, ne? Mit Schlangen, oder? Nein, aber das Gefühl, das muss irre sein. Das ist ja abgefahren. 100 Schlangen in der Badewanne und unsere Gisela mittendrin. Ja. Wenn du das mal irgendwann machst, bitte Fotos schicken. Ja, wenn ich mal dazu kommen würde. Aber ich kenne leider keinen, der ein paar hundert Schlangen hat. Oder nur 100 oder 50. Ich meine, für die Schlangen wäre es ja vielleicht auch nicht so schön, mit so vielen und engen. Ach und doch, wieso? Ja? Ich habe ja 36 Grad Körperwärme, da stehen die ja drauf. Ja, wahrscheinlich. Ja, die finden schön warm. Was es nicht alles gibt. Liebe Gisela, danke für deinen Anruf und viel Spaß mit den Schlangen weiterhin. Ja, werde ich haben. Tschüss. Mann, oh Mann, Puki. Puki? Hallo. Puki, 57. Ja, hallo Domian. Das ist eine Frau. Genau, hörst du mich? Ja, sehr gut. Ich wusste nur nicht, was Puki ist. Puki ist ein amerikanischer Frauenname. Ach so, dann bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer. Ja, genau. Aber ich musste gerade so spannend zuhören mit den Schlangen. Ja. Und dann mit 64 Quadratmeter. Abgefahren, ne? Abgefahren. Und dann meinetwegen jetzt noch 3 Leute da drin. Ja, dann die Schlangen, dann 64 Quadratmeter. Und die Mäuschen. Ja, und die Mäuschen. Und die Mäuschen. Ich habe gedacht, dein Gesicht, ich lieg hier schon im Bett und musste derart lachen, dein Gesicht wurde immer... Ja, ich möchte nicht so gerne mit dir tauschen, muss ich ehrlich sagen. Also mit ihr? Mit ihr, mit der Gisela von gerade. Um Gottes Willen. Nicht so ganz gerne, nein. Nein. Gottes Willen, wäre für mich auch gar nicht. So, jetzt hat Puki mich angerufen. Genau, mein Thema, und zwar... ich habe euch heute eine E-Mail geschickt. Ja. Mit einem süßen kleinen Hund drauf, aber das Bild von dem Hund habt ihr leider nicht geöffnet. Also musstet ihr, oder ich weiß ja nicht, ob du Zeit dazu hast, dir das mal anzugucken. Jedenfalls 2 Bilder hatte ich von dem. Ja. Geschickt, damit du eine Vorstellung hast. Ich bin Hundehalter, das heißt also ganz normal mal Hund. Ja. Habe ich bis jetzt heute Abend noch keinmal gehört. Nee, es waren also ungewöhnlichere Sachen. Ja, das stimmt. Also du bist eine ganz normale Hundehalterin. Ganz normal. Aber der Witz bei der Sache ist, dass ich habe also den Hund gekauft schon. Da habe ich den noch gar nicht gesehen. Da war der noch im Bauch der Mutter. Ja, was für eine Rasse? Havaneser. Was ist das? Kommt aus Havanna. Du musst dir vorstellen, ein Bobtail. Mhm. Kennst wahrscheinlich einen Bobtail. Nee. Das sind die großen so Plüschhunde. Also groß und plüschig. Nee. Der Bobtail ist ein großer Plüschhund und der Havaneser ist ein ganz kleiner, so ähnlich wie ein Dackel. Und die haben miteinander... Nein. Und der Havaneser sieht so aus, ich wollte dir nur erklären, wie der Havaneser aussieht. Ja. Ne, der sieht so in der Art aus, nur ist der dann in klein. Verstehe. So, jedenfalls hatte ich den schon gekauft in dem im Bauch der Mutter, weil Vater schwarz, Mutter grau. Ja. Ich wollte weiß haben und da sagt die Züchterin, weiß können wir nicht bieten, sei denn die Mutter präsentiert uns einen weißen. Und dann rief die mich an und sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Mutter geworden. Der erste, der rauskam, war weiß und dann auch noch den Jungen, den sie haben wollten. Ja. So, das war das. Dann hatte ich den mit 10 Wochen, stellte fest, dass der Hund sowas von talentiert ist. Aha. Und ich kam immer runter und sagte nur, wie liegen die Mädchen in Köln? Und auf einmal erzähle, hör mal, der Hund macht auch, wie liegen die Mädchen in Köln? Du, dann legt er sich auf den Rücken, streckt die Beine hoch auseinander und dann sage ich nochmal, wie liegt der in Köln? Er macht jetzt nochmal die Beine auseinander. Ja. Auf dem Rücken. Was ist das für ein Spruch? Wie liegen die Mädchen in Köln? Wie liegen die Mädchen in Köln? Kenn ich überhaupt nicht. Was kenne ich nicht? Was ist das für ein Spruch? Ja, wenn dir zum Beispiel jetzt sollte so sein, wenn du jetzt auf dem Rücken liegst. Ja. Oder wie liegen die Mädchen in Düsseldorf? Ist ja egal. Ach so, oder ich verstehe.
auf dem Rücken liegst. Und er hat sich jedenfalls dann immer auf den Rücken gelegt. So wie die Mädchen in Köln. Wie liegen die Mädchen in Köln? Ja. Jedenfalls hatte ich dem dann so einige Sachen beigebracht. Dann kam ProSieben auf mich zu, Sat.1 auf mich zu. Oh. Und dann hat der Hund eine Sendung gehabt, über den schicken Hund. Was? Über den schicken Hund? Über den schicken Hund. Schicken Hund, ich hatte es jetzt völlig falsch verstanden. Also, über den schicken Hund, ja. Genau, über den schicken Hund. Ja. War eine Sendung von letztes Jahr, ja. War Sat.1 eine Sendung und dieses Jahr kam dann ProSieben auf mich zu. Dann hatte ich schon so und so viele Zeitschriften. Jetzt muss ich mal fragen, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gewesen beim Zuhören. Reden wir über einen Hund oder über zwei Hunde? Einen einzigen. Über einen Hund, genau. Nur einen Hund. Ja. Und der hat sich rauskristallisiert, ja? Dass der so talentiert ist, ja? Dass du dem 10 Minuten mit beibringst, dann macht er dir das vollends nach. Ach. Wenn ich dem jetzt sag, mit dem Fußball spiele, dann sage ich Schuss, dann tritt er mit dem Fuß gegen den Ball, ich trete ihn zurück, er läuft dahin und tritt wieder dagegen. Also ein ganz, ganz pfiffiger Hund. Hör mal. Ganz intelligent. Hätte ich nie gedacht, ich habe den zum Friseur gegeben und dann sagte die Frau zu mir, Sie müssen mit dem Hund was machen. Da sage ich, wieso muss ich mit dem Hund was machen? Mhm. Der ist sowas von intelligent, das gibt's überhaupt nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du eine Hundepsychologin dir mal ranholen, ja, und mal gucken, ob das zu machen ist hier. Ja. So, und dann hatte die dem innerhalb von 10 Minuten beigebracht, schäm dich. Dann machte der die Pfote vor den Augen, ja, steckte die Nase so unten rein, ja, und schämte sich innerhalb von 10 Minuten. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich toll. Inzwischen kann der so viel, ja, dass der jetzt bei einem Tierfernsehfilm, ja, gelandet ist, also bei 4, 5 Stück. Die haben alle vom Fernsehsender, haben dann da die Kassetten hingeschickt. Im Prinzip, Cookie, könntest du ja jetzt auf Tournee mit dem Kleinen gehen, ja, ne, und könntest immer eine Show machen. Nee, aber es sieht jetzt ungefähr so. In der Tat, weil die Zeitungen mich anrufen jetzt. Ja, und die wollen den kleinen Kerl haben. Genau. Das ist und ja wenn toll. Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Geschäft gehe, ja, und irgendeiner gibt dem Leckerchen und ich sag nur und, dann macht er auf einmal, bellt er, das heißt danke, ja, dann winkt er denen, ja, ja, dann dreht er sich im Kreis rum, dann macht er die Rolle, dann spult er das ganze Programm vor den Leuten ab, also, und ich habe da zig Leute stehen, die auf einmal sind. Ich merke schon, dass das ein Glücksfall war, dieser Hund. Ja, ich könnte mir vorstellen. Ein absoluter Glücksfall. Vielleicht habe ich das Glück, dass demnächst nicht wieder ein Fernsehsender anruft. Und der Mann sagte nämlich von der Filmtierschule, ja, also sie wollen sehen, dass sie eine Serie kriegen. Also dann bitte ich dich aber Folgendes. Wenn das der Fall sein sollte, dann mail uns das mal. Ja. Damit wir auf dem Laufenden sind, damit wir uns die... Wie heißt der Hund? Moritz. Damit wir den Moritz uns alle angucken können. Ne? Ja. So machen wir es. Ja, können wir ja mal machen. Denn letzte Woche war er ja noch bei ProSieben drin. Ja. Also und da waren die hier bei mir und haben den ganzen Tag gedreht. Du informierst uns, wenn wir ihn wieder sehen können. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Ja. Okay. Ich könnte euch ja dann mal eine Mail schicken. Genau, so machen wir es. Und dass du dir den dann mal anschaust. Genau. Liebe, dann wirst du also deine Freude haben, denn das ist sowas zum Lachen. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe jetzt hier noch einen in der Leitung, liebe Puki. Alles klar. Alles Gute. Okay. Schönen guten Tag, Moritz. Tschüss. Tschüss. Und Markus, 34. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Ja, ich würde auch über Hunde reden. Ja. Und zwar mir... Oder hast du erst mal gesagt, ich will keine Diskussion anfangen, Kampf und Pro, Kampf und Contra, mhm, weil ich denke, das ist oft genug diskutiert worden. Mhm. Was mich, oder was uns auf dem Herzen liegt, da wir selber einen Kampfhund haben. Was für einen? Ist eine Mischung zwischen Pitbull und Labrador. Ja. Der erzählt aber... Das ist eine ungewöhnliche Mischung, ne? Ja, aber das Aussehen von einem Pitbull und den Charakter eines Labradors. Ach so, das Aussehen war im Pitbull, ich verstehe. Mhm. So, und es sieht so aus, dass nicht nur die Hunde diskriminiert werden, sondern auch die Besitzer. Ja. Weil, wie merkst du das? Wir wohnen in einer, ja, in einem Dorf oder einem Ortsteil von Remscheid. Ja. Und da in einer kleinen Siedlung. Ja. Und man versucht uns, seitdem wir hierher gezogen sind, uns auch wieder da wegzukriegen. Wie, wegen des Hundes? Wegen des Hundes, ja. Geht ihr denn mit Maulkorb raus?
Der Hund ist Maulkorb und Leinen befreit. Also ach, der ist befreit. Offiziell sogar? Offiziell vom Ordnungsamt. In weil er so ein guter Kerl ist? Ja, das er hört. Ja. Aber ihr habt ihn an der Leine? Wir haben trotzdem eine Leine. Immer an der Leine. Weil wir nicht den Stress haben möchten, dass, ja... Dass irgendwas passieren könnte oder dass die Leute noch... Könnte. Also ich würde für den Hund niemals die Hand ins Feuer legen, obwohl ich ihn mit meinen 3 Kindern und mit 4 Ratten auch alleine zu Hause lasse. Und ich mache mir mehr Sorgen um den Hund als um die Kinder. Aber das ist ein komischer Satz. Ich würde meine Hand für den Hund nie ins Feuer legen, aber ich lasse ihn mit meinen Kindern allein. Weil man darf nie vergessen, ein Hund stammt vom Wolf ab. Ja, schon. Es wird immer ein wildes Tier bleiben. Aber warum lässt du ihn dann mit deinen Kindern alleine? Weil ich mir eigentlich sicher bin, dass der Hund so, ich sag treu doof ist, so lieb ist. Wie alt sind deine Kinder? 7, 9 und 11. Also wenn ich mir da nicht 1000%ig sicher wäre, würde ich die Kinder nicht allein lassen mit dem Hund. Auch wenn der Hund noch so toll ist, aber ich würde es nicht machen. Wären mir die Kinder wichtiger als der Hund. Mir sind meine Kinder auch wichtiger als der Hund, obwohl der Hund für mich mein 4. Kind ist. Ja, glaube ich schon. Ja, so, und es sieht aber so aus, ich will einfach mit den Vorurteilen. Also schlimm ist natürlich, wenn du sagst, dass die Leute dich da wegtreiben aus dem Dorf, nur weil du so einen Hund hast. Ja, das ist natürlich hart. Kann man da nicht reden? Kann man nicht mal die Leute einladen? Es ist ein Kampfhund. Man liest so oft in den Zeitungen, dass irgendwo ein Kampfhund zugebissen hat. Ja. Ich finde das furchtbar und ich finde es sehr, sehr tragisch. Ja. Aber das können die Hunde nichts für. Das sind die Besitzer. Ich finde es aber auch schade, dass wenn ein Schäferhund zugebissen hat, dass man sowas nie hört. Ja. Und Schäferhunde oder Pudel oder wie auch immer beißen genauso oft wie ein Kampfhund. Ja, so, nur bei einem Pudel stirbt das Kind oder der Mensch nicht so schnell, wenn das... Gut, wenn ein Schäferhund zubeißt... Beim Schäferhund schon, hast du recht. Ja. So, und genauso, es gibt Anlage 1, Anlage 2 und Anlage 3 Hunde. Meiner zählt zu den Anlagen 1. Ja. Sehr gefährlich, dann gibt es dann die gefährlichen Kampfhunde. Ich sag jetzt mal was vielleicht das für den Hund lieber aber provokant ist, aber ich sag's trotzdem mal, wenn es so schwierig ist da bei dir in der Gegend, du hältst ihn schon immer an der Leine, das ist ja ein Signal für die Leute. Könntest du denn nicht, um den Leuten noch mehr zu signalisieren, ihr braucht keine Angst zu haben, ihm doch einen Maulkorb geben, wenn du mit ihm rausgehst? Das sehe ich irgendwo nicht ein. Weil das ist... Schlägern tut man auch nicht irgendwo die Hände am Rücken binden, weil der Hund, der will zu jedem Hund hin, will mit ihm spielen, der jankt den Hund hinterher. So, wenn ich... Kann man doch mit Maulkorb auch, oder nicht? Ja, gut, aber ich finde es Tierquälerei. Aha. Also ein Hund, der aggressiv ist, ist okay, der muss Maulkorb haben. Bin ich auch voll dafür. Ja, Markus, ich muss jetzt einen Strich machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber ich habe so noch gut rüberbringen können, glaube ich, dass du ein Plädoyer dafür halten wolltest, dass man das nicht alles so über einen Kamm scheren sollte und verteufeln sollte. Richtig. Danke für den Anruf. Ich danke und wünsche alles Gute. Tschüss. Können wir noch mal ein Autogramm? Ja, in der Technik. Gute Rundhausen. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Der UNO-Sicherheitsrat wird sich noch heute in einer Dringlichkeitssitzung mit der Krise